Hallo meine Damen und Herren, ich grüße Sie in der neuen Börsenwoche mit einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute ist Montag, der 23. Mai 2016. Blicken wir kurz zurück. Die jüngste Börsenwoche endete mit einer freundlichen Note. Für den DAX kann man das jedenfalls sagen. Plus 1,22% ungefähr die Freitagsperformance. Die Nebenwerteindizes ebenfalls freundlich. Das gleiche gilt für den Euro Stoxx 50. Der S&P 500 in den USA hatte zwar nicht ganz so viel Dampf im Kessel, aber auch hier gab es einen Anstieg am Freitag. In diesem Fall ging es um etwa 0,6% aufwärts. Die DAX-Stärke täuscht aber nicht darüber hinweg, dass die Charttechnik im deutschen Leitindex doch zunächst etwas wackelig aussieht. Auf kurze Sicht sollte die Marke von knapp 9.800 Punkten nicht halten, würde sich das kurzfristige Bild zunächst eintrüben. Ja, im Grunde genommen kann man Ähnliches auch für den amerikanischen Aktienmarkt sagen, wenn man diesmal orientiert oder festmacht am Dow Jones Industrial Average, denn der sieht ebenfalls wackelig aus. Es gab ja in der jüngeren Zeit oder sagen wir in den letzten irgendwie 12, 18 Monaten einen recht großen Zickzackkurs bei diesem Index. Mit dem Überschreiten von 18.000 Punkten war eigentlich auch schon ein positives Signal gesetzt, aber die Herrlichkeit reichte dann eben doch nur recht kurz. Für Freitag lag der Kurs ja schon wieder bei etwa 17.500 Punkten. Also auch hier ein wenig Unruhe im Kurs oder ein angeschlagenes Bild in der charttechnischen Ausgangslage. Kommen wir zu zwei Unternehmens- bzw. Aktienschlaglichtern. Bayer fangen wir hiermit mal an. Nun ist es also offiziell. Bayer bietet 122 Dollar je Aktie von Monsanto und das in bar. Damit ist man bereit, eine dicke Prämie auf den durchschnittlichen Kurs in der jüngeren Zeit zu zahlen. Das bedeutet eine Bewertung für Monsanto von etwa 62 Milliarden Dollar. Die Bewertung erscheint durchaus ambitioniert, kann man sagen. Bezogen auf die 12 Monate per Ende Februar entspricht dies dem 15,8-fachen des EBITDA von Monsanto. Allerdings soll der Zusammenschluss auch schon im ersten vollen Jahr nach Abschluss der Transaktion einen positiven Beitrag zum bereinigten Ergebnis der Aktie beisteuern. Wir hatten die Bayer-Aktie ja in der jüngsten Ausgabe schon zum Verkauf gestellt. Ja, nächstes Schlaglicht. Auch hier geht es um eine Übernahme, aber diesmal eher in die andere Richtung. Aixtron ist der Fall. Auch Aixtron scheint in das Visier von Chinesen geraten zu sein. Auch in diesem Fall im Anschluss an beispielsweise die jüngste Entwicklung bei KUKA. Darüber berichtet beispielsweise, also über den Einstieg der Chinesen oder den möglichen Anstieg von Chinesen, berichtet beispielsweise Börse ARD. Demnach bietet die chinesische Fujian Grandchip Investment über eine Tochter einen Betrag von 6 Euro je Aixtron-Aktie. Der Schlusskurs am Freitag lag ja bei knapp 4,80 Euro. Das heißt, man ist bereit, offensichtlich einen ordentlichen Aufschlag zu zahlen. Natürlich kann man sich als Aktionär über ein solches Gebot freuen. Aus der Sicht des Standortes Deutschland kann man auf solche Deals aber sowohl mit lachendem als auch mit weinendem Auge schauen. Für Aixtron gilt das vielleicht nicht so stark wie für KUKA, aber das Prinzip ist ja hier nicht ganz unähnlich. Ja, kommen wir damit zum Terminkalender mit Informationen von Börse Go. Für heute war bzw. ist angesetzt eine ganze Reihe von Einkaufsmanager-Indizes Indizes beispielsweise für Japan in Bezug auf das verarbeitende Gewerbe, für Deutschland sowohl für das verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor und auch für die Eurozone wiederum für das verarbeitende Gewerbe, den Dienstleistungssektor und auch den Composite Index. Das sind zum großen Teil vorläufige Daten oder durchgängig vorläufige Daten, sodass es hier eben auch noch Anpassungen geben kann. Am Nachmittag unserer Zeit steht der Market Einkaufsmanager Index dann auch für die USA an in Bezug auf das verarbeitende Gewerbe. Ja, außerdem einige Quartalszahlen bzw. Unternehmensmeldungen. Nordex, Ryanair Holdings könnte man hier anbringen. Zur Strategie. Kurzfristig darf man den Markt ein wenig defensiv spielen. Die Ausgangslage ist etwas offen, aber der DAX erscheint doch charttechnisch etwas wackelig. Auch heute ist die Entwicklung ja zunächst mal negativ in Bezug auf den Freitagsschlusskurs. Vorhin waren es etwa 0,8% Kursabschlag ungefähr im DAX. Und mit der politischen Ungewissheit, zum Beispiel in Bezug auf den Brexit, haben die Anleger ja auch ein Argument, erstmal Piano zu spielen auf der Kaufseite, sodass es eben durchaus passieren kann, dass in den kommenden Wochen vielleicht hier und da ein wenig die Käufer fehlen und entsprechend der Markt nach unten vielleicht ein wenig durchlässiger ist. Das war's für heute. Danke, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thissen.